gemustert werden, dann soll da auch nochmal ein Tank hinkommen, der isoliert ist. Ja, jetzt haben wir hier mal eine ziemlich große Übersicht über ein Vorratsregal à la Henning. Man sieht, es ist schon ziemlich ordentlich, also ich würde das nicht so hinkriegen, Hut ab. Wir haben hier eine ganze Menge Alkoholiker, ist in schlechten Zeiten auch sehr wertvoll, glaube ich. Kerzen und jede Menge Hygieneartikel, also Spülmittel sehe ich hier und Klopapier natürlich. Alles sehr wichtig, wenn man in schweren Zeiten mal seinen Alltag bewältigen will, weil wenn man sich überlegt, was brauche ich eigentlich, kann man mal das Experiment machen und 3 Tage irgendwo hinfahren, zum Camping oder irgendwo anders hin zu Freunden. Was würdet ihr alles mitnehmen? Also das könnt ihr euch dann anhand dieser Übung mal überlegen. Oder eine andere Übung ist, ich schalte mal den Strom aus für einen Tag und guck mal, was ich dann eigentlich so alles habe und was ich brauche. Oder ich stelle mal das Wasser ab. Und das sind so Überlegungen, wenn man da selbst die Fantasie nicht für hat, was man alles braucht, dann kann man sich ja einfach mal die Hilfe machen und das so durchexerzieren. Und hier dieser ganze Vorratskram, der ist jetzt ziemlich groß schon. Also ich finde das schon einen beachtlichen Vorrat. Aber das ist auch alles Zeug, was man im Alltag gebrauchen kann und was auch nicht schlecht wird. Also es ist dann eine Investition. Wenn man die einmal tätigt, dann hat man die da liegen. Und man kann das dann entweder abessen oder halt immer wieder nachfüttern. Und man hat auf jeden Fall für ein paar Wochen lang Zeugs zu Hause. Hier unten zum Beispiel ist alles Getreide. Das sind, ich glaube, 5-Kilo-Pakete oder so. Und hier sind so kleinere Sachen, Bohnen, Hülsenfrüchte und so verschiedene Cerealien und Kram. Hier sind noch mehr Bohnen und Mais und alles so Trockensachen. Hier sind Nudeln. Hier ist noch eine Mühle mit Handbetrieb für Korn, dass man sich auch sein Mehl in der Zeit ohne Strom und ohne Solar noch zubereiten kann. Hier oben sind Öle, also Öle sind auch sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade in schweren Zeiten ist Öl ein sehr guter Energielieferant und auch unheimlich wichtig, um Nahrung vernünftig verarbeiten zu können im Organismus. Also sollte man auf jeden Fall auch Öl bevorraten. Und ich schaue mal, was jetzt so die nächsten Bilder noch zeigen. Hier ist zum Beispiel die andere Seite des Kellers, auch alles mit Batterielicht versorgt, wenn ich mich nicht irre. Hier sind diverse Gläser noch zu befüllen oder schon befüllt mit selbstgemachten Marmeladen, Apfelmus oder anderen Leckereien und Flüssigkeiten. Und man sieht auch hier einige eingemachte Sachen. Hier ist ein großer Ballon, da kann man was drin bevorraten. Hier unten ist noch ein kleiner Elektrokühlschrank, der sowohl mit 12 Volt als auch mit Gas als auch mit Netzstrom betrieben werden kann. Also so ein Minimalkühlschrank, der sehr wenig Energie verbraucht aus dem Campingbereich. Und das hier zum Beispiel ist so eine Weithalstonne. Das sind diese Dinger, die man beim Kanufahren oder so verwendet. Die sind auch sehr praktisch, um größere Mengen Getreide oder Kram zu lagern, selbst wenn man keinen trockenen Keller hat. Da kriegt man also etliche Sachen rein und das ist sofort dicht und versiegelt, kann man sagen. Also da hält sich auch etliches sehr lange drin. Hier sind nochmal so ein paar Beispiele, also Apfelmus oder Quitten, Apfelgelee oder Aronia-Bärengelee. Und halt so der Kram aus dem Bioladen, den man sich kaufen kann oder aus dem DM-Markt, ist auch eine gute Adresse. Da kann man dann zuschlagen. Hier ist nochmal das Dinkel- und das Weizen- und Roggenvorratsregal genauer gezeigt. Also das sind 5-Kilo-Pakete. Natürlich alles Bio und von Davat. Das ist dann auch eine Qualität, die einfach nachhaltig und vernünftig ist. Und mindestens haltbar bis 2009. 2012 und 2011, aber das spielt keine Rolle. Also es wurden schon Grabbeigaben gefunden bei den alten Ägyptern, die waren noch keimfähig. Also wenn man die vernünftig lagert, dann geht das alles. Jo, ich würde mal sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich danke euch dafür, dass ihr alle die Geduld hattet, euch das hier noch anzuschauen und anzuhören. Wir haben genug. Ich beende diese Mahnwache des Friedens für heute. Und heiße euch nächsten Montag wieder alle herzlich willkommen bei der Mahnwache für den Frieden. Der Udo möchte auch noch was erklären.
Ich habe noch einen Termin, den ich eigentlich jedem ans Herz lege. Und zwar haben wir ja am Ostermontag, wird die Mahnwache ausfallen wegen dem Feiertag. Und wer trotzdem auf die Straße gehen will, der hat die Gelegenheit, am Ostersamstag zum Friedensmarsch, Ostermarsch, der Ostermarsch in Duisburg, da wollen wir hingehen. Da werde ich auch nochmal im Facebook schreiben, wann wir uns da treffen. Und da können wir mit dem Zug schön hinfahren. Und wer da Lust drauf hat, der ist eingeladen, da gerne mit beim Ostermarsch teilzunehmen. So. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ne? Tschö.